Oh mein Gott, das Release-Datum von GTA 6 wurde geleakt. Was steckt dahinter? Über Gaming. Direkt mal ein Abo. Wir gehen rein. Hallo Leute und herzlich willkommen bei diesem ultra spannenden Video, denn heute geht es mal wieder um GTA 6. Schlagzeilen über Schlagzeilen kursieren gerade durch die GTA-Community und behauptet wird, dass auf eins der größten Plattformen des Internets, IMDb, der genaue Release-Tag von GTA 6 gelistet wurde. Was jetzt wirklich dahinter steckt und mit welchem Tag wir rechnen können, das und vieles mehr werden wir heute ausführlich besprechen. Ja, Freunde, und während die Villa des Hollywood-Scheichs geräumt wird, also wir reden hier von P. Diddy, weil er besitzt mehr Öl als Saudi-Arabien, warten wir immer noch sehnsüchtig auf GTA 6 Informationen. Und gestern dachte ich mir, ich mach mal meine Routine und guck mal, was es Neues gibt. Und dann ist mir aufgefallen, Reddit, Instagram und X ist voll damit, mit der Schlagzeile, dass der genaue Release-Tag von GTA 6 geleakt wurde. Zuerst einmal sieht man das Ganze natürlich skeptisch und stellt sich natürlich die Gegenfrage, weiß eigentlich Rockstar Games schon davon? Doch dann hat sich rausgestellt, dass es sich um die seriöse Seite IMDb handelt. An alle, die nicht wissen, was diese Plattform macht, ich erkläre es euch kurz. Diese Plattform ist quasi der Urgroßvater von Bewertungen. Denn egal, ob es um einen Film oder ein Videospiel geht, wenn ihr der Meinung anderer vertraut und das in Mengen und ein Mitläufer seid, der keine eigene Meinung hat, dann seid ihr auf dieser Plattform genau richtig. Nee, natürlich Spaß beiseite. Auch ich schaue mir gerne mal Bewertungen an, bevor ich einen Artikel kaufe. Oder wenn ihr euch für ein Spiel nicht entscheiden könnt, dann kann diese Plattform nützlich sein. Also ich sag mal so, über 70.000 Menschen haben GTA 5 bewertet und das ist schlichthin in diesem Bereich die größte Plattform. Doch bevor wir jetzt dazu kommen, welcher Tag das sein soll und wie es dazu kam, dass dieses Datum geleakt wurde, weil es wäre auch nicht das erste Mal in dieser Branche, dass irgendein Drittanbieter irgendwelche Daten leakt, egal ob es von einem Musiker ein Album ist auf Amazon Music. Ja, und dadurch, dass sowas immer noch gang und gäbe ist, muss ich hier ein paar wichtige Informationen erwähnen, damit wir Rockstar Games besser verstehen. Und da packen wir natürlich unsere wunderschöne Tabelle aus. Bei dieser Tabelle kann man jeden wichtigen Schritt von Rockstar Games sehen bei den letzten großen Titeln. So sehen wir zum Beispiel die Trailerabstände, wie lange das vom ersten zum zweiten Trailer gedauert hat oder allgemein wie viele Trailer gab es bei diesem Game bis hin zum offiziellen Release. Ja, und diese Tabelle ist komplett basierend auf Fakten. Deshalb beginnen wir mal mit GTA 3. Und GTA 3 ist am 22. Oktober 2001 released worden. Und da achten wir mal auf den Tag. Es war ein Montag. Circa ein Jahr später kam der nächste große Titel. Und an der Stelle muss man was loswerden. Was eine Unverschämtheit von Rockstar Games. Denn die haben von GTA 3 auf GTA Vice City ganzes ein Jahr gebraucht. Also noch mehr Zeit konntet ihr euch wirklich nicht lassen, oder? Da hatte man ja kaum Zeit, GTA 3 durchzuzocken. Da kam schon der nächste Titel. Und zwar kam da Vice City am 29. Oktober 2002. Und das war ein Dienstag. Und dann mussten die Fans ganz, ganz lange auf den nächsten Titel warten. Und zwar sage und schreibe 2 Jahre. Und das war damals schon so, boah, wieso kriegen wir nicht jedes Jahr ein GTA-Teil? Wir müssen Rockstar Games boykottieren. Ja, und als am 26. Oktober 2004 GTA San Andreas released wurde, war das wieder ein Dienstag. Genauso wie am 29. April 2008. Bloß da gab es einen Unterschied. Es war zwar ein Dienstag, jedoch kein Oktober mehr, sondern ein April. Dazu muss man aber Folgendes sagen. GTA 4 war auf jeden Fall Oktober 2007 geplant. Jedoch haben die das Ganze um ein halbes Jahr verschieben müssen. Ja, natürlich sehr nervig, aber nicht so nervig wie die Bowling-Anrufe von Roman. Hey, hey, man, it's me. Let's go bowling. Alleine deswegen solltest du dich für diese Option entscheiden. Am 17. September 2013 wurde dann das Big Game released, und zwar GTA 5. Und auch da war es ein Dienstag. Bedeutet, wir hatten jetzt 4-mal hintereinander 4 große GTA-Titel, die an einem Dienstag released wurden. Und welcher OG kann sich an diesen legendären Satz erinnern? Der lässt bitte jetzt ein Like da. Why did I move here? I guess it was the weather. Und jetzt das Ganze ohne Payback. Why did I move here? I was the guest-getter.
Ach komm, Digga, ich lass mich hier bestimmt nicht verarschen von euch. Ja, und weil wir so lustig sind, tun wir auch mal Red Dead Redemption 2 mit einpacken, weil es nun mal der letzte große Titel von Rockstar Games ist. Und das Game wurde am 26. Oktober 2018 released, also gute 10 Jahre nach GTA 4. Und das war ein Freitag. Man kann jetzt an der Stelle sagen, vielleicht haben die es bei Red Dead Redemption 2 anders gemacht und haben den Freitag gewählt, weil es nichts mit GTA zu tun hat. Und allgemein kann man wirklich an der Stelle sagen, wie Rockstar Games tickt, das versteht wirklich nur Rockstar Games. Doch Tatsache ist auf jeden Fall, der Monat Oktober ist sehr stark vertreten, so wie der Tag Dienstag. So, nachdem wir das Ganze verstanden haben, kehren wir mal zu IMDb zurück und schauen uns mal das geleakte Datum an. Laut der Plattform IMDb soll GTA 6 am 27. Oktober 2025 released werden. Und wenn wir uns das im Kalender angucken, welcher Tag das dann ist, sehen wir, es soll laut dem ein Montag werden. Ja, und mitten bei dieser Aufnahme spüre ich schon die Schreie der OGs, die sagen, ey, das ist ein Montag, das kann gar nicht sein, es muss an einem Dienstag kommen. Freunde, an der Stelle entspannt mal eure Prostata, denn dieses Datum wurde nicht von mir ins Internet gestellt. Und unsere Aufgabe ist es in dem Fall, jetzt zu klären, wie wahrscheinlich das Ganze ist. Wie kann es sein, dass so eine große Plattform so einen Fehler macht und das Ganze einfach mal random veröffentlicht? Denn wie gesagt, der 27. Oktober 2025 ist ein Montag. Und wenn wir uns das Ganze von der Statistik her so angucken, wird es höchstwahrscheinlich ein Oktober sein und ein Dienstag. Bedeutet, da haben wir eigentlich nicht so viel zur Auswahl, denn die Dienstage im Oktober 2025 lauten wie folgt. Wir haben einmal den 7. Oktober, 14. Oktober, 21. Oktober oder den 28. Oktober. Ja, und wie bereits angeschnitten, habe ich ein bisschen tiefer in der Materie gegraben und dachte mir, ey, jetzt muss die Frage aber beantwortet werden, damit die Zuschauer auf diesem Kanal wenigstens die Antwort wissen. Und weil dieser Beitrag hat natürlich zu einigen Diskussionen geführt und deshalb möchte ich euch das preisgeben, was ich herausgefunden habe. IMDb ist auf jeden Fall eine sehr seriöse Quelle und da kann auch jeder eine Bewertung abgeben, der einen Account besitzt. Und genauso ähnlich wie bei Wikipedia kann auch jemand, der einen Account besitzt, zum Beispiel das Release-Datum ändern. Doch Freunde, jetzt aufgepasst, so einfach geht es auch nicht. Denn wenn ihr ein Release-Datum ändern wollt, schickt ihr erstmal eine Anfrage und da sitzt auf der anderen Seite ein Mitarbeiter, ein Admin und tut das Ganze entweder bestätigen oder ablehnen. Deshalb kann es einige Erklärungen geben. Erstens, ein Admin hat aus Versehen das Ganze bestätigt. Zweitens, ein Admin hat den Platzhalter getestet. Oder drittens, zu meiner Meinung nach eher die unwahrscheinliche Variante, weil ich vertraue diesem Montag nicht ganz, dass das wirklich der echte Release-Tag für GTA 6 ist. Wie gesagt, ich sehe das Ganze auf jeden Fall skeptisch und für mich wäre es sogar wahrscheinlicher, dass der Hacker eher aus der geschlossenen Anstalt geflohen ist und sich bei IMDb eingehackt hat, um dieses Datum zu ändern. Oder vielleicht ist es nur der tiefe Hass auf den Montag, weil da wieder die Arbeitswoche beginnt. Spaß beiseite, Freunde, lasst es mich auf jeden Fall wissen, was ist eure Meinung, an welchem Tag wird GTA 6 released werden? Denkt ihr, Rockstar Games wird sich treu bleiben, dass es ein Oktober und ein Dienstag bleibt? Oder denkt ihr, die wollen endlich mal was anderes ausprobieren wie ein Thailand-Besucher?